Hey ho Leute und ein herzliches Willkommen zu einer etwas anderen Folge, beziehungsweise zu einem Infovideo. Jo, heute geht es darum, wie ihr den LP-Gastantrag ausfüllt, beziehungsweise was passiert, wenn ihr den ausgefüllt habt. Wie ihr sehen könnt, das ist unsere Webseite, wenn ihr euch angemeldet habt, beziehungsweise das erste, was ihr tut, ist bitte auf unseren Teamspeak gehen. Und dann, wenn ihr da gewesen seid, auf einen Supporter warten, der euch dann irgendwann sagt so, ey Leute, loggt euch mal ein und dann kriegt ihr vielleicht eine User-Unterweisung. Und dann könnt ihr auf das, was hier jetzt so da ist, könnt ihr dann zugreifen. Genau. Und zwar, im Prinzip geht es eigentlich um den LP-Gastantrag. Wie ihr wisst, wir haben ja den YouTube-Kanal, hier seht ihr noch das Ankündigungsvideo, aber das Restwochenende ist mittlerweile vorbei. Wir haben ja mittlerweile 21.58 Uhr. Ja, hier seht ihr die ganzen Videos, die ich gemacht habe mit dem Razi zusammen, genau. Jo, und worum es eigentlich geht, ist hier dieser LP-Gastantrag. Ich habe den schon mal aufgemacht. Und zwar, wenn ihr euch dann eingeloggt habt, beziehungsweise Mitglied bei CG seid, dann habt ihr euren Namen. In dem Fall müsste ich dann hier reinschreiben jetzt Elb spielt, weil, oder schreibt einfach mal besser CG-Elb spielt, müsste ich dann eingeben. Dann könnt ihr euch aussuchen. Galactic Science, Sky Victory, Landwirtschaft 2015, je nachdem welchen Rang ihr habt, Mod oder halt Ackendorf. Dafür suchen wir immer noch Leute, die da mitmachen, weil der Server ist halt öffentlich. Also, da habe ich die Macht quasi drüber, beziehungsweise da kann ich sagen, wer da drauf kann. Counter-Strike oder Empyrean, da sind wir aber noch nicht ganz sicher, ob wir das Projekt wirklich machen. User was moved to your channel. Ja, genau. Genau, da sind wir noch nicht ganz sicher, ob wir das Projekt machen. Dann hast du schon mal ein Let's Plays mitgemacht. Das ist für mich ganz wichtig, um zu wissen, ob ich euch eher vorher sagen muss, so wie das abläuft bei mir. Also klar muss ich euch sagen, wie das bei mir abläuft, aber dass ihr vielleicht wisst, wie ihr euch verhalten müsst und so weiter. Welche Erfahrung aus dem umgenannten Spiel? Ganz wichtig. Von wegen so, wie oft spielt ihr, könnt ihr da reinschreiben. Dann was macht ihr, wenn ihr häufig spielt? Möchtet ihr irgendwas Spezielles machen? Oder was am besten ist, wenn wir euch dann anschreiben später sollten. Das ist auch geiles Deutsch. Dann könnt ihr euch ein paar Themenvorschläge überlegen, so welche Themen ihr gerne reden würdet. Weil ich finde es die letzte Zeit extrem geil, wie viel kommentiert wird, was man da alles so sieht. Wie das, auch wenn ihr einfach nur Erster kommentiert, das ist schon, man sieht, ihr reagiert da drauf. Ihr habt da richtig Bock drauf. Und das freut mich einfach und dafür wollte ich auch nochmal jetzt am Ende des Videos vielen, vielen Dank sagen. Wir sehen uns in dem nächsten LP, was auf diesem Kanal kommt. Bis denne. Tschüss.